sechs Landfrauen auf einer kulinarischen Reise durch den Südwesten. Sie kochen in einem freundschaftlichen Wettbewerb für, aber auch gegeneinander, ein Drei-Gänge-Menü. Für jeden Gang wird am Ende eine Siegerin gekürt. Seit über 3 Jahren dreht sich bei Jessica Schönfeld alles um Tee. Sie und ihr Mann Christian bauen 17 verschiedene Teekräuter an. Auch das Fotoshooting an ihrem Hochzeitstag findet zwischen Teekräutern statt. Nochmal Wange an Wange. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Das bestimmt unseren Alltag. Und die Kräuter haben uns, weiß nicht, die Kräuter werden uns den Rest unseres Lebens verbinden und auch unser Leben bestimmen. Das genießen wir. Deswegen gehören wir hierher. Mich macht es halt einfach glücklich und ich habe das große Glück, eine Frau gefunden zu haben, die das genauso sieht und das teilt. Jessica und Christian heiraten in Deidesheim in der Pfalz, ihrer Wahlheimat. Deidesheim ist berühmt für den Weinbau, doch Klima und Böden eignen sich auch gut für Teekräuter. Gott ist bei euch am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Er hatte viele Ideen und ich glaube, ich sorge ein bisschen dafür, dass er die Ideen umsetzen kann. Sie ist meine Konstanz. Ja. Die Hochzeitsfeier findet auf dem Weingut statt, auf dem Jessica arbeitet. Jessica machte nach dem Abitur eine Hotelmanagement-Ausbildung und arbeitete danach in Schottland und in Österreich. Dann studierte sie in Geisenheim internationale Weinwirtschaft und lernte Christian kennen. Ich bin in Leipzig geboren und groß geworden. Ich fühle mich sehr verbunden mit Schottland. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und könnte mir vorstellen, den Rest meines Lebens hier zu verbringen. Aber für mich gibt es nicht den Begriff Zuhause. Ich bin da zu Hause, wo ich mich jetzt gerade wohlfühle. Und ansonsten sind für mich zu Hause mehr die Menschen, die mich umgeben, als irgendein Ort, mit dem ich das verbinde. Jessica und Christian leben in Ruppertsberg, einem kleinen Ortsteil von Deidesheim. Jessica nimmt sich heute den Nachmittag auf dem Weingut frei, um Christian auf dem Feld zu helfen. Was ernten wir heute? Wahrscheinlich Salbei. Ich mach's gleich noch mal kurz abhängig. Also ich guck's mir noch mal an. Da wir tagsüber wirklich normalerweise wenig Zeit miteinander verbringen, ist das immer schön, wenn sie mal einen halben Tag dafür Zeit hat. Und es geht einfach leichter von der Hand. Man kann sich zwischendurch mal unterhalten. Es macht richtig Spaß zu zweit. Jessica muss heute früh erst einmal zum Weingut, während Christian nur die Straße überqueren muss, um an seinen Arbeitsplatz zu kommen, die kleine Teemanufaktur. Die Teefelder sind rund um die Ortschaft verteilt. Christian hat eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht und danach Getränketechnologie studiert. Viele Maschinen auf dem Hof hat er selbst gebaut. Das ist einfach simple, einfache Physik. Wenn ich irgendwas selber baue, dann entsteht erstmal ein Plan im Kopf, dann machst du haufenweise Zeichnungen und alles Mögliche. Und dann geht's auch dran, dann hast du Spaß drauf. Aber irgendwann ist es halt der Fall, wenn es das erstmal nutzt, dann stellst du immer wieder fest, dass noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Details irgendwie zu tunen sind. Auf dem Weingut ist Jessica für den Export und die Betreuung der internationalen Kunden zuständig. Sie macht außerdem Führungen und Weinverkostungen. So, Obacht wegen der Stufen. Ja. So, der Wein, den ich jetzt einschenke, ist unser Weißer Burgunder 1. Der wurde zu 100% im Holz vergoren, großer Anteil 500 Liter Fässer, Tonneau. Und 2 bedeutet dezentes Holz und 1 bedeutet intensives Holz. Es gehört echt viel dazu, komplett von vorne in die Landwirtschaft zu starten. Da haben uns ganz viele gesagt, ihr seid doch
wahnsinnig ohne Hof, ohne Maschinen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht die Momente, wo man sich mal hinterfragt, würdest du das wieder so machen? Aber jedes Mal, wenn ich mich frage, sage ich ja, weil es genau das ist, was ich machen möchte. Mein Baby, ein Produkt, was sonst keiner macht, nicht so, wie wir es machen. Zum ersten Mal probieren Christian und Jessica eine neue Erntemaschine aus, um Salbei zu ernten. Salbei baut Jessica übrigens auch in ihr Menü für die Landfrauen ein. Sie wird Salbeibrötchen backen. Auf diesem Feld bauen sie zwei Salbeisorten an. Den einen, den Marzipansalbei, erkennt man an seinen silbrigen Blättern und dem leichten Marzipanduft. Die Erntemaschine hackt. Einstellung ist noch nicht richtig. Der nimmt mich genug weg. Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen die Herausforderung, die Pflanzen sind noch verdammt jung. Wenn ich sie jetzt weiter wachsen lasse, werden sie mir zu lang erstmal. Ich hätte gerne einen Schnitt, dass die unten ein bisschen bestocken und also unten sich besser verzweigen. Und dazu ist es aber relativ schwierig, jetzt für die Maschine das Ganze aufzunehmen. Mit der Hand ist es noch aufwendiger, deswegen probieren wir das jetzt einfach mal mit der Maschine hier. Nehmen wir die Einstellung noch ein bisschen verfeinern. Am Ende soll ein sortenreiner Tee rauskommen. Jessica kontrolliert deshalb die Reihen. Draußen zu arbeiten, das ist für mich genau das Richtige. Ich bin auch echt frustriert manchmal, wenn ich den ganzen Tag im Weingut bin und weiß, der Christian ist draußen auf dem Feld. Für mich ist mit der Natur zu arbeiten genau das Richtige, was ich machen kann. Zu der Zeit, wo ich nach Schottland gegangen bin, war ich ein sehr freiheitstreibender Mensch. Also ich wollte unabhängig sein, ich wollte was Eigenes machen. Ich war so Freiheit weg von allem, ich will raus. Und Schottland war für mich genau das Land, was mir das gegeben hat. Dann sind wir hier in die Pfalz gezogen, ja schon mit dem Ziel, hier sesshaft zu werden. Das war anfangs ein komisches Gefühl. Mittlerweile kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, überhaupt aus der Straße wegzuziehen, in der wir wohnen. Also das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, hierher zu gehen. Die beiden bewirtschaften nach gut 3 Jahren bereits 2 Hektar Ackerfläche. In diesem Schrank trocknet das vor 2 Tagen frisch geerntete Basilikum. Daraus wird auch Tee, gemischt mit anderen Kräutern, wie zum Beispiel Pfefferminze. Soweit gut zur Verarbeitung. Kräutertees profitieren überwiegend von den ätherischen Ölen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie so schnell wie irgend möglich getrocknet werden und so schonend wie möglich getrocknet werden. Weder zu viel Temperatur, noch zu lange Wasser im Produkt. Das getrocknete Basilikum wird in den Rädler gefüllt. Er trennt die langen Stängel von den Blättern. Jedes Teekraut ist anders und stellt Christian und Jessica vor immer neue Herausforderungen. Ja, das ist das, was ich meine. Wenn die Stängel noch minimal feucht sind, dann fängt es an zu wickeln. Und dann müssen wir es halt beim nächsten Mal entsprechend. Ja, willst du es dann vorher schneiden und sichten? Ja, wir werden es genau. Wir werden es doch vorher schneiden müssen in dem Fall. Ich habe es vermeiden wollen, weil die Blätter halt sehr, sehr schnell Druckstellen kriegen. Ja. Aber wenn das hier so funktioniert, dann ist das keine Option. Viel Handarbeit und zahlreiche Verarbeitungsschritte sind nötig, um erstklassige Kräutertees herzustellen. Schon bevor man in der Landwirtschaft Maschinen einsetzte, warfen Bauern ihr Korn bei Wind in die Luft, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Ein Prinzip, das Maschinen übernehmen und das sich Christian für den Tee abgeschaut hat. Der Kaskadensichter trennt die übrig gebliebenen Stängel von den Blättern. Hier gehört ja nicht nur Holz aneinanderschrauben dazu, sondern auch die ganze Thermodynamik, dass das schnell trocknet, dass die Temperatur gehalten wird. Und dass er das alles sich aus dem Blauen eigentlich selber beigebracht hat, weil er ist kein gelernter Schreiner. Da bin ich tief beeindruckt von. Und Christian sagt immer, ah ja, das ist ja nichts, ich baue ja nur was nach. Aber das ist halt nicht nur was Nachbauen. Auch die Ackerpflegemaschine und all solche Sachen, da gehört echt viel dazu. Das Basilikum wird in der Rüttelmaschine vom Staub befreit. Also so, wie ich den jetzt hier habe, ist der Tee eigentlich fertig. Okay, ich würde mich jetzt schon in den Gemüsegarten machen. Ja, und ich komme da allein zurecht. Bis später. Ciao. Jessica will ihre Zutaten fürs Menü holen. Dafür fährt sie zu ihrem Schrebergarten am Ortsrand. Dort fing vor über 3 Jahren alles an.
Der Schrebergarten lieferte die ersten Teekräuter. Seit sie größere Felder pachten, nutzt Jessica die 300 Quadratmeter auch als Obst- und Gemüsegarten. Ja, komm, ich seh dich doch gucken. Ja, prima. So, Hübschen, lass es schmecken. Also mein persönlicher Traum ist es, irgendwann Selbstversorger zu sein, also dass wir alles vom eigenen Hof holen können. Aktuell haben wir die Hühner hier, ich habe Bienen. Mein Traum ist es, irgendwann auch noch eine eigene Kuh zu haben und ein Schwein, also dass wir uns wirklich komplett von der tierischen Seite her selbst ernähren können. Und auch vom Gemüse, da sind wir jetzt schon auf einem guten Stand, würde ich sagen. Und das jetzt alles noch ein Stückchen größer, das wäre dann irgendwann mein Traum. Die echte Pfefferminze braucht Jessica fürs Dessert. Die Pfefferminzen hier sind die allerersten, die wir damals hier gepflanzt haben. Und die haben auch ihr Gnadenbrot bekommen, weil das die Sorte war, wofür wir uns dann am Ende entschieden haben. Und deswegen dürfen die einfach noch wachsen. Und wir sehen auch, wie lange die Kultur hier anpflanzbar ist, bevor wir sie einmal ummachen müssen. Ebenfalls für den Nachtisch holt sich Jessica verschiedene Beeren aus ihrem Garten. Soweit es geht, sollen die Zutaten für ihr Menü aus dem eigenen Anbau stammen. Dazu gehören auch die russischen Bullenherztomaten. Jetzt nutzen wir den so ein bisschen für unseren eigenen Gemüsegarten. Und wir haben halt hier zum Beispiel die weißen Gurken. Also die werden weiß geerntet, die werden auch nie grün. Und wir probieren gern mal aus verschiedene Sorten, gerne auch alte Sorten. Aber halt auch mal sowas, was ein bisschen anders aussieht und ein bisschen spektakulärer ist. Als wären ihre Tage nicht schon voll genug, hat Jessica seit 3 Jahren auch noch 2 Bienenvölker. Für meine Mädels gibt es ganz viel aus Gemüse und Kräutern. Zum Anfang haben wir Mini-Salbei-Zucchini-Burger mit Tomatenrelish. Zum Hauptgang wird es einen falschen Hasen mit Couscous-Salat geben. Also kein Fleisch, sondern nur auf Gemüsebasis. Und zum Dessert Minzmilchreis mit Bärenkompott. Heute schon kocht sie das Beerenkompott für den Nachtisch und das Tomatenrelish für die Vorspeise ein. Also ich habe ja bei mir im Menü die Besonderheit, dass ich kein Fleisch mit verwende und es ist auch ganz bewusst so gewählt. Weil ich bin kein Vegetarier, auf gar keinen Fall. Ich werde auch immer Fleisch essen. Aber es ist mir sehr, sehr wichtig zu wissen, wo das Fleisch herkommt, wie das Tier gehalten wurde. Dass es gerade artgerecht gehalten wurde und Co. Je länger die Tomaten einkochen, desto intensiver schmeckt das Relish. Erst zum Schluss würzt es Jessica mit Oregano, Thymian und etwas Basilikum. Also jetzt aktuell hauen wir beide voll rein und arbeiten im Prinzip Vollzeit vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Und das hat auch einen Grund, weil wir Kinder haben möchten, beide und mehr als eins. Und das geht natürlich nur, wenn dann der Betrieb schon so weit auf ordentlichen Beinen steht, dass wir uns das auch zeitlich leisten können. Und deswegen wird jetzt rangeklotzt und dann haben wir auch die Familienplanung fest im Auge. Christian und Jessica wollen sich breit aufstellen. Außer Tee bauen sie für die Spitzengastronomie Mini-Pflanzen, sogenannte Microgreens, an. Der jüngste Test: Ingwer. Christian will noch bis zum ersten Frost warten, ehe er zum ersten Mal seinen Pfälzer-Ingwer erntet. Der Ingwer ist eine kleine Diva. Also wir mögen ihn sowohl als Gewürz und wir möchten halt gerne den für den Tee auch verwenden. Und als kleine Diva möchte er es gerne weder zu sonnig noch zu schattig haben, mit der Feuchtigkeit genauso. Gleichzeitig hätte er aber gerne einen schönen, humosen Boden mit relativ vielen Nährstoffen, stellen wir fest. Nur weil es da keine richtige Kulturanleitung auf Deutsch gibt, müssen wir uns da halt rantasten. Und jetzt ist das 2. Jahr. Wir sind noch weit weg davon, dass wir das ökonomisch gestalten können, aber es macht halt einfach Spaß. Jessica bemalt, individuell für jede Landfrau, Teedosen mit Symbolen. Sie möchte eine spezielle Teemischung verschenken. Die Dosen mit den Bilderrätseln sind gleichzeitig die Tischkärtchen. Hoi, hoi. Na, hi. So, ich bin jetzt endlich fertig. Sag an, womit kann ich helfen? Ich mache jetzt gerade die Dose noch fertig und dann würde ich gerne die Mischung ansetzen. Ich hätte gerne für die Damen ein paar richtig schöne Blüten, also eine schöne bunte Mischung. Die Lecker aufs Land-Teemischung für die Landfrauen setzt sich zusammen aus
Spitzwegerich, Pfefferminze und für die Optik Korn und Sonnenblumen. Wir mischen so unseren Tee. Wir haben keine Anlage dafür und deswegen machen wir das per Hand. Und das ist das Beste, weil der immer wieder durcheinander gewirbelt wird, wie die Wäsche in der Waschmaschine. Und dann hast du am Ende die perfekte Mischung. Der zweite Grund neben dem perfekt durchmischen ist der, dass der Tee aufgelockert werden soll. Weil wenn der lange steht, dann setzt sich das so richtig fest. Und wenn du dann mit der Schaufel reingehst, dann würdest du die Blätter zerbrechen und dann wird er zu klein gröselig. Und deswegen machen wir das auch. Zwillingsschwester Rebecca holt Jessica zu Hause in Ruppertsberg ab. Zusammen fahren sie zum Bouldern. Hallo! Hallo! Ja. Vor einem Jahr ist Rebecca in die Nähe ihrer Schwester gezogen. Und? Bist du schon aufgeregt? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich bin immer ganz dankbar, dass ich jetzt was komplett anderes mache, was nichts damit zu tun hat. Und dass ich dann einmal runterkomme, mich ordentlich auspower und dann heute Abend hoffentlich gut schlaf. Und dann ab morgen früh mache ich dann noch den Teig für den Butterkuchen. Ja. Und dann kommen ja auch schon die Damen und dann wird's eh lässig. Das Bouldern haben die beiden vor 10 Jahren begonnen. Jessica betreibt es als Hobby. Für Rebecca ist es mehr, sie hat auch beruflich mit der Kletterei zu tun und einen Industriekletterschein. Also wir sind ja beide in Leipzig aufgewachsen, haben dort, also ich studiert, Jessica hat ihre Lehre gemacht und dann ist sie ja weg. Und das war halt schon erstmal, dass da 500 Kilometer dazwischen waren. Man hat sich eigentlich vielleicht 2-mal im Jahr gesehen. Das war schon hart. Und jetzt wieder eine halbe Stunde auseinander zu wohnen, ist eigentlich richtig schön. Ja, sieh. Ja. Ich habe nun mal dadurch, dass wir Zwillinge sind, eine sehr, sehr enge Bindung zu meiner Schwester. Und mir ist das wahnsinnig schwer gefallen, als sie noch in Leipzig gewohnt hat. Es war mir einfach zu wenig, sie zu sehen. Und das ist jetzt wie eine kleine Familienzusammenführung hier. Das ist super. Und immer die Füße nachsetzen, sonst pennen sie raus. Ne? Ja, wo ist denn der Fuß? Ich penne aus, ne? Einfach an die Wand treten. Und jetzt hoch, da auf dem großen, genau. Sowas wie das Hobby jetzt hier beim Klettern gibt mir den körperlichen Ausgleich und auch mit der Möglichkeit, an nichts zu denken, sondern mich einfach nur auf die Sache, auf mich zu konzentrieren, auf den Sport und einfach mal alle Gedanken, egal ob Arbeit, Weingut oder Tee, komplett wegzulassen und einfach nur, ja, dass ich mal im Mittelpunkt stehe. Eine fast schlaflose Nacht später. Jessica ist schon früh aufgestanden, um für die Frauen zur Begrüßung den Teig für ihren Lieblingskuchen vorzubereiten. Der Butterkuchen ist ein Rezept von Christians Oma und der ist einfach wahnsinnig gut. Und deswegen wollte ich ihn heute den Frauen zeigen, weil es noch so ein altes Großmutterrezept ist. Hallo! Na, morgen. Und? Schon aufgeregt? Ja. Hast du geschlafen? Hast du geschlafen? Ein bisschen, ja. Aber nicht ganz so gut. Ich hab dir schon mal. Würdest du mit dem Milchreis anfangen? Dann würde ich schon mal den Vorteig machen für die Salbeibrötchen. Ist das okay? Können wir machen. Ja. Ja. Für die Brötchen nimmt Jessica den eigenen getrockneten Salbei. Den kann man selbstverständlich sowohl als Tee als auch zum Kochen verwenden. Wenn ich jetzt zu viel, also ich muss schon ein bisschen aufpassen, dass die Salbeimenge stimmt. Wenn ich zu viel Salbei nehme, wird es bitter werden. So wie Salbei auch selber, wenn man als Tee macht. Da muss man immer aufpassen, dass man den genau richtig dosiert, weil der wird schnell bitter. Außerdem süßt Jessica den Teig noch mit ihrem eigenen Honig. Das Klassische ist ja das Kneten. Und das ist aber ein Tipp, den mir Christians Großmutter gegeben hat, dass man den auch manchmal, wenn man den so ein bisschen, je gewalttätiger man ist, desto besser wird der Teig. Also nicht gewalttätig, aber wirklich aktivieren und deswegen gut durchwalken und zwischendurch halt auch mal ein bisschen rumschubsen. Und dann wird die Hefe schön sauer und isst allen Zucker auf und macht so. Soll ich die Minze reinschneiden? Nee, die kommt das ganze Stängel rein, weil die zieht einfach mit und die nehme ich dann nach dem Kochen wieder raus. Auch mit Blüte? Mit Blüte, ja. Das ist kein Problem. Zum Dessert macht Jessica einen Minzmilchreis.
Ja, den Minzmilchreis habe ich jetzt genommen, weil ich den kennengelernt habe, als ich in Schottland gelebt habe. Da ist die indische Küche sehr präsent und die machen viel Minzmilchreis. Und deswegen wollte ich den jetzt hier kombinieren als ein Teil aus meiner Vergangenheit und die Kräuter, die wir heute machen. Der Lecker aufs Landbus mit den Ladies an Bord ist auch schon am Start. Den Sekt köpft Andrea aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Mit dabei außerdem Nadja aus der Eifel. Auf die neue Tour. Und Ina aus dem Westerwald. Ich hätte jetzt was für in den Sekt rein. Echt? Oh, was? Okay. Schaut mal. Oh. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Was habt ihr mit meinem Mann gemacht? Warum? Er hat sie extra für euch gepflückt. Ja! Oh, bitte, lasst es euch schmecken. Es hat ihm scheinbar gefallen mit uns letztes Mal, oder? Genau. Uns hat es auch Spaß gemacht. So schön gemacht. War echt schön. Außerdem mit von der Partie Katja von der Ostalb. Und Andrea aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Bei ihr waren die Frauen das letzte Mal zu Gast. Jetzt kann sie ganz entspannt dabei sein. Mehr Anspannung dagegen ist bei Jessica zu spüren. Jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass ich die klein genug mache. Ich habe die so klein, wie ich sie heute machen will, noch nie gemacht. Aber ich mache jetzt einfach verschiedene Größen an den Grundbällchen und dann werde ich sehen, welche ich dann am Ende nehme. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den Quark. Okay. Soll ich dir dafür irgendwelche Kräuter schneiden? Ja, du könntest den Schnittlauch schneiden. Schnittlauch? Das ist euer eigener Schnittlauch? Ja, das ist der aus unserem Garten. Was ist das Dicke? Zwiebeln würde ich schneiden. Das ist Knoblauchschnittlauch und das ist normaler Schnittlauch. Sehr gut. Okay. Und zwar bitte ganz, ganz fein. Also so, dass man ihn, ich mache die Zwiebeln gleich auch ganz fein, sodass du eigentlich fast nichts merkst. Und den Schnittlauch auch ganz, ganz fein schneiden. Also keine groben Ringe, sondern so richtig schön. Soll ich es lieber machen? Okay. Zwiebeln kann ich fein. Okay, dann machst du feine Zwiebeln und ich mach den Schnittlauch. Ist der so fein genug oder noch nicht? Wahrscheinlich noch nicht, ich weiß. Doch, du kannst noch ein paar Mal durchgehen, aber es ist wunderbar fein. Okay. Dass Jessica aus dem Hotelfach kommt, merkt man an der Präzision. Sie liebt es fein und akkurat. Ich finde es schon spannend mit den Teekräutern. Ich habe mir überlegt, wie kann man die Teekräuter so ins Menü einbauen. Also da bin ich am meisten drauf gespannt, wie sie das vielleicht sogar in jedem Gang einbaut. Die bauen ja Stevia an, ne? Aha, Stevia ja, genau. Als Tee. Und ja. Also da freue ich mich drauf, da bin ich echt mal gespannt. Tatsächlich hat Jessica einen Eistee aus Zitrone, frischer Minze, Basilikum und Stevia gemacht. Einer Pflanze, die zum Süßen verwendet wird. Christian und Jessica bauen sie ebenfalls an. Ich merke auch, dass ich heute Morgen ein bisschen ernster bin als sonst. Aber ja. Das kommt dann nachher alles. Wenn die Mädels dann da sind, dann wird es, glaube ich, wieder locker. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, hey, alles cool, mache ich jeden Tag. Euch zwei zu eurer Hochzeit ein kleines Präsent von deinen Landfrauen. Dankeschön. Viel Spaß damit, ja? Ach Gott, wie schön. Mögt ihr was trinken? Gerne. Was hast du denn da Schönes für uns? Wir haben einen Eistee von uns. Das ist ein Basilikum-Pfefferminz-Eistee mit Stevia. Okay. Oh, und wow. Ist euch gleich aufgefallen, was mit den beiden los ist? Ach, naja. Haben es dann irgendwie vermutet, dass es wohl Zwillingsschwester sein müssen. Aber genau. Sie sind wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ja. Kriegst du das gut in die Reihe? Bis jetzt noch, ja. Ist noch kein Fehler passiert. Das ist gut. Gut für dich, ja. Jessica ist ein bisschen brauner im Gesicht, wahrscheinlich, weil sie täglich im Feld arbeitet. Aber ansonsten muss man wirklich zweimal hingucken, um die überhaupt zu unterscheiden.
Christians Großmutter kommt aus dem Rheinland. Butterkuchen gehört für sie zu jedem Familienfest. Ihr habt uns wahrscheinlich einfach direkt aufs Arbeitsfeld geschickt, he? Ja, als wir das erste Mal bei Katja waren, hat der Christian dann direkt gefragt, ja und, können wir sowas schaffen? Und als ich das bestätigen konnte, hat er gesagt, dann dürfen wir direkt vorbeikommen. Das sind Zuckerbrot und Peitsche zuerst für Christian. Genau, zuerst das Zuckerbrot und dann die Peitsche. Die Arbeit. Wir werden uns bemühen. Genau. So, jetzt haben wir euch genügend Zuckerbrot gegeben. Jetzt kommt die Peitsche. Ich würde sagen, wir schreiten mal zur Ernte und dann teste ich mal eure Fähigkeiten. Okay. Wir sehen uns später. Bevor wir jetzt anfangen zu kochen, möchte ich aber noch mal ganz kurz schauen, was mir die Damen jetzt geschenkt haben. Alles, was eine Ehe so braucht, wahrscheinlich. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Ja, wunderbar. Sie wissen, dass ich gerne süß mag. Das, was wir verwenden werden, ist wahrscheinlich Tee oder für Kräuter. Aber das und die Schokolade brauchst du nicht mehr? Nee, Herzi, das bleibt dir okay. Und für ein cooles Holz. Das ist geil. Das ist sehr gut. Dann würde ich würde zuerst anfangen mit Gemüse raspeln und schneiden, was wir brauchen für den Braten. Und dann würde ich schon mal den Couscous machen. Okay. Läuft. Passt. Spätzlein. Du und ich für beide. Der falsche Hase enthält als Gemüsebasis Karotten und fürs Aroma viel Sellerie. Jessica kümmert sich um den Couscous-Salat. Also ich habe bewusst mein Menü bunt gestaltet mit verschiedenen Speisen aus verschiedenen Ländern. Meine Mutter hat schon immer viel experimentiert. Und deswegen nehme ich da auch gerne aus jedem Land was mit und probiere auch alles aus. Also es gäbe jetzt nichts, wo ich sagen würde, das esse ich nicht. Und was meinst du, wie sich der Christian macht mit den Landfrauen? Also ich glaube, der hat Spaß mit denen. Das sind ja alles Frauen, die auch vom Hof kommen. Und bei sowas ist er eigentlich sehr gesellig. Gerade wenn die interessiert sind und er kann was erklären, das ist schon seins. Wenn sie nicht alle durcheinander brabbeln, dann ist es... Wenn ich mir den Christian jetzt mit 5 Frauen vorstelle, der ist ja schon mit mir überfordert. Also das liegt aber an mir. Toll, danke! I love you! Bestimmte Pflanzen können die Teegärtner nur von Hand ernten. Zum Beispiel Kornblumen und Sonnenhut. Eure Hüte habt ihr schon alle an. Ja. Adelt euch zum waschechten Teegärtner. Was ist hier unten? Das möchte ich jetzt mal gerade fragen. Das ist der Spitzwegerich. Das ist ein Bestandteil unserer Kräutermischung, dem Kräutertee. Der Spitzwegerich hat die Besonderheit, dass er gerne kurze Tage mag. Desto länger die Tage werden, desto schneller geht er in die Blüte und bildet weniger Blattmasse. Mhm. Und den haben wir dieses Jahr schon 3-mal geerntet und 1-mal gemulcht. Und der ist schon wieder soweit. Weißt du, wie wir den, glaube ich, nennen? Ich glaube, bei uns, wir wissen immer nicht, was ist das so genau, ne? Und dann bei uns ist das Hasenbrot. Aber ihr könnt mal Folgendes probieren. Und zwar, wenn ihr euch die ganz jungen Blüten nehmt und dann mal in den Mund nehmt und ein bisschen drauf rumkauen. Vielleicht errät jemand, wonach es schmeckt. Also ein bisschen nussig, finde ich. So ganz leicht. Also ich habe das Empfinden nach Kohl irgendwie. Kohlrabi so im Hintergrund. Aber schau, ein bisschen herb. Ja, ich gebe zu, es ist schwierig, die im Frühjahr schmeckt. Ja, so zwiebelig. Zwiebelig. Im Frühjahr sind sie noch etwas stärker, da schmeckt es etwas nach Champignon. Beim Zitronengras wichtig, nicht ganz unten, sondern an den Blattansätzen abschneiden. Seid ein bisschen vorsichtig, das Zitronengras ist relativ scharf. Aber mit Handschuhen zu arbeiten, ist nicht unbedingt so das Mittel der Wahl, für mich zumindest. Seid nur ein bisschen vorsichtig, dass ihr euch nicht schneidet. Bei jedem Besuch auf den Höfen der anderen lernen die Frauen neue, überraschende Sachen kennen. Hey, stopp! Was mache ich? Die enden schön hier an das Ende von der Kiste. Und ich krieg's nachher. Okay. Schimpfe vom Stern. Das riecht richtig nach Zitrone. Ja, wenn es geschnitten ist. Wenn man es frisch riecht. Ne? Ja. Total. Oh. Ja, ich liebe Ernten. Das ist ja irgendwie eine schöne Tätigkeit, auch so, wenn man die Pflanze in der Hand hat. Und mich hat es fasziniert, dass das so aussieht. Ich kenne das Zitronengras als Tee, mag ich total, aber ich wusste gar nicht, das sieht aus wie Schnürgras, würde ich sagen. Also auf den ersten Blick, oh, das ist ja Gras. So, Moment, ich mache noch eins. So, bitte. Okay. Danke. Und du weißt Bescheid? Ja, ich weiß Bescheid. Nach hinten legen und durchziehen. Genau. Und schön reinlegen. So, du machst das wie gelernt. Ja. Inzwischen sind Jessicas Brötchenteiglinge aufgegangen. Ja. Sieht wunderbar genauso aus, wie sie sollen. So ein bisschen rustikal und dann werden die jetzt gleich noch ein bisschen. Gut, ich nehme das Kleine. Die Salbeibrötchen kommen jetzt für 15 Minuten in den Ofen.
Währenddessen macht sich Jessica wieder an den falschen Hasen. Dafür schneidet sie Zitronenthymian, Rosmarin und Petersilie. Die Karotten, Sellerie und Zwiebeln brät sie zuerst an. Also die Mischung aus Johannisbrotkernmehl und Semmelbrösel, Walnusskern und Sonnenblumenkern. Die kommen jetzt da rein, damit das Ganze schön sämig wird, dass das dann sich anschmeckt wie ein Hackbraten. Als nächstes die Kräutermischung. Dann Ei und saure Sahne für die Bindung. Jetzt gerade bin ich ein bisschen angespannt, weil das jetzt der echte falsche oder der falsche Hase wird. Und das ist das Wichtigste. Deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen, da ist mir wichtig, dass die Konsistenz passt und alles. Aber wenn der dann im Ofen ist und gut rauskommt, dann ist gut. Ah, die Körbs sind bestimmt für uns. Richtig. Oder? Mit denen bewaffne ich euch jetzt. Und dann pflücken wir die mauretanischen Malven hier, um unseren Tee ein bisschen optisch auch zu verfeinern. Und dann legen wir gleich los. Okay, und der muss dann voll werden, oder wie ich das sage? Ah ja, bitte. Das sieht vor mit uns. Die Körbe sind ziemlich groß. Ja. Sieht gut Arbeit aus. Die Malve ist auch in der Kräuterheilkunde beliebt, als Entzündungshemmer und Schleimlöser. Was bei uns wichtig ist, wir kombinieren sie gerne mit der Sonnenblume. Die gibt ein bisschen Standfestigkeit, dadurch wird die Malve ein bisschen höher. Und wir haben schöne Gassen, wo wir dann zwischendurch laufen können und ernten können. Und fürs Auge, für die Insekten. Wir geben uns hier auch absichtlich nicht allzu große Mühe mit dem Wildkraut dazwischen. Hier darf gezielt ein bisschen wachsen. Das ist anders als bei den anderen Kräutern. Das ist für uns ein schönes, buntes Durcheinander, was uns und der Natur gut tut. Ja. Blüten im Tee nennt der Fachmann Schmuckdrogen. Sie haben wenig bis keinen Eigengeschmack und dienen hauptsächlich zur Zierde. Das Pflücken mit der Hand ist natürlich filigraner und hat schon was Meditatives dann so auf Dauer. Ne? Also man kann sich so darin verlieren in der Arbeit. Nach der Ernte müssen die Blüten schnellstmöglich in Christians selbstgebauten Blütentrockner. Ach, der Christian ist ein Gärtner und ein Fachmann und fast ein Wissenschaftler auch. Also er hat sehr, sehr große Fachkenntnisse in alle möglichen Bereiche. Ja, finde ich toll. Sehr sympathisch. Seit ihrer Zeit in gehobenen Hotels liebt Jessica perfekt gedeckte Tische. Nee, Opa, lass mich das machen, okay? Bitte. Das ist nicht ganz. Ich sehe. Also, was das Tischgedeck angeht, ist es tatsächlich so, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich da viel Wert auf akkurates Liegen habe. Also, die Servietten müssen direkt parallel zueinander liegen. Sie müssen mit dem gleichen Abstand da liegen. Das Besteck muss ordentlich da liegen. Die Gläser müssen richtig ausgerichtet sein. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich es halt damals auch gelernt habe. Ich möchte die Tischdeko heute als Spiegelbild zu dem haben, wie der Hof aussieht und was wir machen. Also schön ländlich, rustikal, einfach. Ein paar Kerzen, Laientischdecke und schöne atmosphärische Stimmung durch. Und das Ganze drumherum, die Kräuter. Christian bringt den Frauen mehr über Kräutertees bei. Die können bitter werden, wenn man sie zu heiß aufgießt. Das erste, was wir probieren, ist eine Zitronenverbene. Boah, die Farbe. Oh, ja, guck mal. Richtig zitronig. Ja, voll gelb. Allein von der Farbe her, die haben so geleuchtet und auch, also man hat wirklich gesehen, die Blätter, die sind richtig wieder grün geworden durch das heiße Wasser. Das war der Hammer. Also das kenne ich so auch überhaupt nicht. Das ist jetzt hier die Schokominze. Ist natürlich vom Teetyp total anders. Aber das ist eher meins, glaube ich. Das ist auch so ein klassischer, schöner, erfrischender Sommertee. Ja. Also, und warum heißt die Schokominze? Die Blätter der Schokominze sind sehr, sehr dunkel. Also, dass sie schon fast nach Schokolade aussehen, auch die Stiele. Und daher hat sie eigentlich ihren Namen. Aber ist ja Minze pur, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Riecht ganz gut. Die Schokominze hat mir jetzt am besten geschmeckt, weil er einfach total erfrischend war. Diese Minze hat man super rausgeschmeckt. Das war mein Favorit. Du hast das so noch Minuten später im Mund gehabt, diesen Pfefferminzgeschmack. Das war echt der Hammer. In der Küche kommt die Gemüsemasse für den vegetarischen Braten jetzt in eine gefettete Kastenform. Also es soll auch wirklich die Konsistenz haben von einem weichen Hackbraten. Und das ist wichtig, dass die Flüssigkeit aus der Pfanne weg ist und das im Prinzip so richtig, dass du das an die Wand klatschen könntest und es hält. Also jetzt gerade hat es eine perfekte Konsistenz. Wenn es jetzt noch im Ofen einmal schön durchgeht, dann
Zwischen 35 und 40 Minuten muss der Gemüsebraten bei 180 Grad ausbacken. Jetzt noch die Zucchini-Puffer für die Vorspeise. Ich bin so aufgeregt wie vor der Hochzeit. Ich könnte gerade die ganze Zeit, mir so schlecht. Ich bin froh, wenn ich gleich am Tisch sitze und das Erste ist durch. Gott, ich koche so oft für andere Leute, aber das... Also bei der Hochzeit warst du ruhig, ja? Doch, da muss ich ja nur einen glücklich machen und nicht fünf. Es ist eben ein Wettbewerb, wenn auch ein freundschaftlicher. Oh, ich mach dich nervös, ne? Nee, du beruhigst mich. Ich muss jetzt nur... So, herzlich willkommen. Ihr seht, wir haben da etwas drapiert für euch. Ja, schön. Und euer Gastgeschenk ist individualisiert. Und vielleicht erkennt ihr, wo ihr jeweils sitzen dürft heute Abend. Das ist der Spargel. Oh, ja, da muss ich so stehen. Oh, bei mir ist der Apfel, das Huhn und das Schwein. Oh, und das riecht. Oh, ja. Oh, Wahnsinn. Oh, lecker. Die Gastgeschenke, die waren wirklich der Hit. Also sehr individuell gestaltet für jede einzelne von uns. Es war sehr schnell zu erkennen, welcher Platz wem gehört, anhand der tollen Bemalung von der Jessica auf den Dosen. Was ich ganz besonders fand, war die gelbe Sonnenblume. Wir haben auch zu unserer Hochzeit gelbe Sonnenblume als Deko gehabt. Und das ist für mich schon so ein... ja, Zeichen von Sommer und Gemütlichkeit. Ich liebe Sonnenblume, das hat mir sehr gut gefallen. Endspurt für den ersten Gang. Salbei-Burger mit Zucchini-Puffern auf Tomatenrelish. Darüber Butterzwiebeln. Und als Krönung eine Mini-Gurke. So, und jetzt Service. So. Schürze ab. Hinstellen, genau. Schürze ab. Schürze ab. Kuss. Und los. Ah, so. Oh, ist gut. Okay. Yeah. Cool. Das Aussehen tut es schon mal ganz spannend. Duftet lecker. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das sieht ja cool aus. Hallo. Hallo. Was hast du uns denn da Tolles gezaubert? Ihr bekommt zur Vorspeise alles in Mini. Es sind Mini-Salbei-Zucchini-Burger, Mini-Gurken und Micro-Greens. Was für Greens? Micro-Greens nennen die sich, diese kleinen Kräuter, die ihr habt. Die werden in der Sterneküche oder gehobenen Gastronomie verwendet, um so die Speisen ganz zart zu verfeinern. Mhm. Ihr habt auch zwei unter dem Burger versteckt. Das eine ist Senf und das andere ist Kohl. Okay. Okay. Sehr lecker. Sehr gut. Also ich bin normal kein Burger-Fan, aber der ist fantastisch. Ja, danke schön. Die Füllung ist wirklich ganz toll. Und wofür hat der Christian euch jetzt eingespannt? Zitronengras heute Morgen steht da. Haben wir auch noch die Malvenblüten gepflückt. Ja, aber das ist ja wahnsinnige Arbeit, bis man da einigermaßen was im Korb hat. Und jetzt Hand aufs Herz, wie lange brauchst du für so einen Korb, also wenn der voll ist? Bei Malve vielleicht eine Stunde. Okay. Aber es ist schon... Dann bist du aber schnell. Hast du dieselben Körbe gehabt wie wir? Dadurch merkt man auch mal, dass eigentlich Blüten, das nehmen viele nur zur Deko und denken sich, ah, hier kommen so ein paar Blüten. Mhm. Aber Blüten sind das Teuerste, was du im Tee hast, weil du musst es abzupfen, das musst du mit Hand machen und du bekommst keine Menge und kein Gewicht zusammen. Also das ist echt... So, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, wir freuen uns. Tschüss. Die Mini-Burger fand ich total lecker. Das war so ein bisschen süß und trotzdem auch sehr würzig. Also es war eine ganz tolle Komposition. Ein Geschmack, der mediterran war, der gut war, nach Tomate, nach Kräuter, nach Gewürze. Sehr saftig und würzig und das selbstgemachte Brötchen dazu war gigantisch. Für die Vorspeise können die Frauen in den Kategorien Zutaten, Konsistenz und Geschmack jeweils bis zu 10 Punkte vergeben. Der Moment, auf den Jessica voller Anspannung gewartet hat. Ist der vegetarische Hackbraten gelungen? Die Konsistenz gefällt mir nicht. Gar nicht. Normalerweise ist er ein bisschen fester von der Konsistenz. Also, dass er sich richtig schön in Scheiben schneiden lässt. Aber er muss schmecken, darum geht's. Und das wird er jetzt auch.
Die Beilagen hat schon Zwillingsschwester Rebecca angerichtet. Geschmacklich ist er genauso, wie er sein soll. Yeah. Oh, okay. Was ist Dankeschön. Wow. Wir kann wissen, was du machst. Genau. Spannung steigt. Was guckt euch denn an? Kuss. Hasenohren. Hase. Es ist ein falscher Hase. Ein falscher falscher Hase? Also ein vegetarischer falscher Hase. Ach, okay. Ein vegetarischer falscher Hase. Mit Couscous-Salat und Kräuterquark. Dann lasst es euch schmecken. Dankeschön. Jessica hat als begleitenden Wein einen fruchtigen Rosé aus dem Holzfass ausgewählt. Der soll mit seinen Erdbeer- und Himbeernoten das milde Kräuteraroma des Gemüsebratens ergänzen. Stoßen wir mal an, oder? Mhm. Wohl. Ina genießt zudem besonders, sie hat den ganzen Abend schon Angst gehabt. Angst vor den Schnecken. Die Schnecke. Wir haben so gerätselt, was du kochst. Und irgendwann so, oh, aber es gibt bestimmt Schnecken. Ich bin ja nun echt ein Fleischfresser, ne? Ich kann es nicht anders sagen, ne? Aber dass ich jemals ein vegetarisches Essen als das beste Essen, was wir bis jetzt hatten, für mich war es so. Ich fand es high-end. Also es hätte nicht besser sein können. Also die Hauptspeise, das war auch voll und ganz mein Ding. Ich liebe Couscous, den hat sie sehr lecker gemacht. Und der feine Chili-Geschmack im Hintergrund, der hat es irgendwie rausgerissen. Das fand ich ganz lecker. Also ihr seid ja so wirklich im Aufbau. Mhm. Was habt ihr denn noch so geplant für die Zukunft? Der private Traum ist bei uns so fast Selbstversorger zu sein. Also ich habe jetzt Hühner und auch Bienen. Und wir möchten irgendwann auch noch ein paar Schweine und ein paar Rinder. Aber jetzt keine große Zucht, sondern einfach nur ein paar für uns und für die Feldbewirtschaftung. Es ist schon richtige Vertrautheit da, finde ich. Man kann auch über Themen sprechen, die ja, vielleicht einfach ein wenig persönlicher sind. Und schön auch immer ein Stückchen mehr von der anderen zu erfahren. Bei aller Freundschaft, auch beim Hauptgang, müssen die Gäste wieder Punkte vergeben. Die eigene Pfefferminze gibt dem Milchreis einen besonderen Geschmack. Ich bin mal gespannt, wie Sie so auf die Minze im Milchreis stehen. Weil das ist was, was man bei uns nicht kennt. Ich will die Mädels einfach mal testen. Und entweder sie mögen es und ansonsten haben sie auch mal was ausprobiert. Die Beeren fürs Kompott sind auch aus Jessicas Schrebergarten. Sehr. Oh ja! Dankeschön. Dankeschön. Ich habe aus meinem Aufenthalt in Schottland ein Dessert mitgebracht. Also nicht, das Dessert ist nicht so alt. Aber das Dessert. Und zwar ist das Minzmilchreis mit Minze von unserem Feld und Beerenkompott mit Beeren aus unserem Garten. Schön. Lecker. Die Minze, das war jetzt für mich ein komplett neues Geschmackserlebnis. Also der Milchreis bei uns, Schwabe, ist ja eigentlich ja, ein bisschen langweilig sozusagen. Aber jetzt mit dieser Minze, also das war schon ein richtiger Knaller und ein Kracher sozusagen. Merkt ihr das denn jetzt auch mit der Trockenheit? Was ist mit den Kräutern? Es geht. Also es wäre jetzt schon gut, wenn es die Tage mal wieder regnet. Jetzt gerade, wenn wir frisch geerntet haben, dann müssen wir danach halt wässern, damit die wieder gut austreiben. Aber sie sind eigentlich sehr robust, was die Trockenheit angeht. Die wachsen halt noch nicht so schnell. Und das ist dann eher das, woran wir es merken. Ja. Könnt ihr den bewässern? Bald zu spät. Also, nee, auf dem Acker. Also wir definitiv nicht. Mit dem Hubschrauber, mit Wasser vielleicht. Ein letztes Mal müssen die Gäste ihre Stifte zücken. Auch beim Nachtisch können sie maximal 30 Punkte vergeben. Sowie bis zu 3 Sternchen für die Deko. Oh. Geschafft. Geschafft und glücklich? Ja. Es hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat so geschmeckt, wie ich das wollte. Und jetzt alles gut. Jetzt kann sich Jessica entspannt zurücklehnen. Beim nächsten Mal ist Andrea Engel aus dem Landkreis Schwäbisch Hall die Gastgeberin. Ich freue mich jetzt an der Schokolade.